Hallo zu einem neuen kurzen Sascha on Tour Video. Ich war mit meinem Bruder zusammen auf der CMC in Hamburg. Die fand am 7.9.2024 statt. Die CMC ist die Comic und Manga Convention. Ja, das ist im Endeffekt ein Sammelsurium aus Händlern von Comics, Mangas, Merchandise und so weiter und sehr vielen Künstlern, die ja in diesem Stil inspiriert, ja, Plüschtiere, Artworks, Schlüsselanhänger und wer weiß was alles produzieren. Ich bin da immer ganz gerne, weil ich auch die Veranstalter Tom und Uwe kenne, die auch immer sehr nett sind und auch sich sehr viel Mühe geben, eine schöne Veranstaltung zu bieten. Ich grüße euch an dieser Stelle. Und ja, die fand dieses Jahr wieder mal in der Fabrik statt. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal, wenn ich mich recht entsinne, in der Fabrik. Vorher war es in der Uni Mensa in Hamburg. Jetzt ist es eben in Altona in der Fabrik. Das ist eine Art Club, eine zweistöckige Clubbehausung eben halt. Und in einer alten Fabrik, wie der Name das schon sagt. Und ja, das ging recht gut vonstatten. War eine sehr schöne Convention. Auch wenn natürlich der Künstleranteil sehr hoch ist, so dass die Verkäufer von Comics und so weiter eben halt, ja, die sind etwas weniger. Es sind nicht so in der Masse da. Das hat sich leider so ein bisschen verändert. Aber es ist trotzdem eine wunderschöne Veranstaltung. Ich habe so viele schöne Gespräche geführt, so viele nette Menschen getroffen und ja, es war warm. Wir haben sehr viel hohe Temperaturen gehabt. Es waren so knapp, war ja draußen 30 Grad. Drinnen hatten wir auch diese 30 Grad, trotzdem ist es gute Belüftung und so weiter. Man hat ein bisschen geschwitzt, aber was soll's. Man hat es ja gerne gemacht, weil so eine Convention macht immer wieder viel Freude. Ja, es ist, wie gesagt, etwas, wo man gerne hingehen kann, auch gerade wenn man das Künstlerische schätzt, was eben halt inspiriert ist durch Mangas und durch diese westlichen Kulturen. Durch die östlichen Kulturen. Das macht natürlich auch sehr viel Spaß, das zu sehen. Und die Vielseitigkeit ist wirklich gegeben groß. Ja, was haben mein Bruder und ich da gemacht? Wir haben auch verkauft. Wir haben einen Retro-Merchandise-Stand mit dem Ding, was nicht mehr in die Sammlung passt, was wir zu viel haben und so weiter und so fort. Ich habe meine doppelten Mangas, meine doppelten Animes und auch das von meinen Schwestern fit verkauft. Alte Actionfiguren, die ich nicht mehr brauchte oder in dem Sinne oder Stuff, den ich durch Lots und so weiter zu viel hatte oder eben halt Sammlungsauflösung von Freunden, die gesagt haben, komm, ich brauche es nicht mehr und ich konnte es auch nicht verwenden. Also habe ich es angeboten und ja, da hat sich doch eine ganze Menge eben halt rumgefunden, um sich diese Dinge anzugucken und ich habe eine Menge Kleinkram verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, all diese Veranstaltungen eben halt ja, zu sehen und diese Menschen, die vielseitig suchen und ich habe, ja, es macht einfach Spaß. Mehr kann ich gar nicht so sagen, weil es ist, im Endeffekt habe ich auch verkauft, wie auch bei der Retro Gamescon Börse oder auch der Polaris, nur in einem anderen Gebiet. Und das hilft einem natürlich, die Sammlung selbst, ja, wird im Endeffekt dadurch auch vergrößert, weil man durch das, was man einnimmt oder was man abgibt, auch wieder neue Sachen in die Sammlung zurückholt. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Tom und Uwe machen sich das immer wieder mit viel Hingabe, haben diesmal neue Tische besorgt, deswegen war auch die Standmiete ein klein wenig höher. Die Tische waren größer, etwas breiter und länger. Ich muss ehrlich sein, es war schon, als ich das erste Mal gesehen habe, zwischen dem letzten Mal und dem jetzigen, dass die Tischmiete war schon etwas, wo man sagt, wow, das ist ein größerer Sprung, aber ich kann sie verstehen und ich unterstütze das auch mal gerne, weil hier im Norden gibt es nicht viel. Wir haben nicht so viel. Eigentlich haben wir nur die CMC und eventuell kommt die Watt Nerd ab Oktober, glaube ich, war das, zum ersten Mal. Lassen wir uns überraschen. Und die muss ja erst einmal stattfinden, damit man sie überhaupt sagen kann, die kommt jetzt regelmäßig. Jedenfalls, die findet auch bei Bremen in der Gegend statt. Dies ist Hamburg, da gibt es sonst nichts mehr. Die Polaris natürlich, das ist das Neue, aber das ist Gaming. Da werde ich auf dem Gaming, auf dem Retro-Flohmarkt auch verkaufen und meine ganze, ähnlich sagen, meine Doppelten aus der Sammlung, das, was einfach nicht mehr in meine Sammlung passt und ja, ab Doktor abgeben. So, aber ich wollte weiter von der CMC berichten. Die CMC, wie gesagt, viel Künstler und da habe ich natürlich auch befreundete Künstler getroffen und gleich bei einem
dem Philipp oder besser gesagt dem Shamasonic den Link zu seiner Instagram-Page. Kann ich euch nur empfehlen. Die ist natürlich in den Credits unten abgebildet oder in den Infotext. Denn der macht auch schöne Artworks für Games oder von Games. Hatte diesmal, ist mir aufgefallen, ein paar Schlüsselanhänger da gemacht und die sehen richtig cool aus. Und ich habe mir einen einzigen gekauft von ihm und das ist Sonic. Ein richtig cooler Schlüsselanhänger. Ist, finde ich, auch so klasse gemacht, dass er wie ein echtes Merchandise sein kann. Die Comicfigur oder die Figur von Sonic ist mega getroffen. Er hatte auch richtig schöne Sachen, da war ich echt überlegen, zu Zelda, The Wind Waker, Zelda oder Link auf dem Boot und Link und Zelda als kleine Figur. Ich fand die auch mega. Ich habe gespannt, ob ich alles nehme. Vielleicht, ich habe mir gedacht, aber ich nehme erstmal nur den Sonic und die anderen werde ich mir überlegen und vielleicht beim nächsten Mal. Dann unterstütze ich dich ja wieder, Philipp. Also ich freue mich. Vielen Dank. Der ist mega. Also das war einer meiner ersten Käufe und ich muss zugeben, viel habe ich nicht gekauft. Die Börse war für uns echt wenig diesmal, dadurch, dass wir auch von Comics und Mangas, das meiste hatten wir bereits. Da war jetzt in der Zwischenzeit auch nicht so viel Neues erschienen. Ihr habt ja durch andere Pickups, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen zurückhängen, da zeige ich euch die meisten aktuellen Sachen und ich kaufe daher nicht die aktuellen Mangas, denn die kosten genauso viel, wie sie regulär kosten. Also in dem Sinne, deswegen habe ich die meisten schon geordert, so bei Amazon oder bei einer Buchhandlung, bei der Thalia-Buchhandlung habe ich manchmal auf meine Mangas gekauft oder bestellt, je nachdem. Und die kriegt da ja auch versandkostenfrei in dem Sinne. Habe ich alles gehabt. Aber ein Manga hat mein Bruder gefunden. Das war in einer Reduziertkiste. Der ist auch von außen ganz, ganz leicht schon angegilbt, was aber durch die Sonne ganz schnell gehen kann, obwohl er nicht so alt ist. Ich gucke gerade mal im Datum. Ich glaube, der ist von letztem Jahr. Das ist von letztem Jahr. Und es kommen da wohl auch noch ein paar weitere Mangas oder was auch immer. Auf jeden Fall aus dem Hause Tokyo Pop, passend zu Gaming, Assassin's Creed Dynasty. Das hat er gut gefunden. Wie gesagt, aus dem letzten Jahr ist Band 5. Geht um die japanische oder chinesische Kultur, wie auch immer. Ähnlich wie ja jetzt in Shadows, das neue Assassin's Creed Spiel. Hier sind die in der Tang Dynasty und der Tiboa-Ära, also es ist schon so chinesisch angehaucht oder glaube ich jedenfalls oder japanisch, naja gut, auf jeden Fall in dieser asiatischen Kultur und ja, ist auch sehr spannend, ist ein bisschen modern gezeichnet und ja, ihr könnt es ja hier sehen, auch sehr detailliert, also richtig gut. Machen wir auch einen Assassinen mal kurz, dass ich das zeigen kann. Ja, hier haben wir so einen Assassinenkampf. Also, und da, der kostet neu 10 Euro und mein Bruder hat die Hälfte bezahlt, 5 Euro. Ja, da kann man auch nichts wirklich dazu sagen. Ja, und damit der Tisch voll wird, denn das wird jetzt schwer, dann habe ich auch nicht mehr viel gekauft. Weil im Endeffekt das meiste hatte ich, bin eigentlich gut ausgestattet, auch mit dem franco-belgischen Comic. Ich habe bei dem einen gestöbert, da habe ich die schönen Rick Master Bände gefunden, auch die von Kult-Editionen und habe ich mir gemerkt, ich muss die mal wieder lesen. Das ist ein schöner Hardcover, franco-belgische Comics, aber ich habe die von Anfang an gesammelt, als sie erschienen sind. Somit war da nichts für mich bei, auch kein Spielrum Fantasio, da war nicht keins, das ich nicht schon hatte. Aber später, kurz vor Ende, kam der Uwe, der wusste ja ganz genau, dass ich ein Timo Struppi-Fan bin und Sammler, sagte, du, komm noch mal mit. Na, schau dir doch mal an, vielleicht habe ich doch noch was bei mir, was dir gefällt, denn er ist auch ein Händler und vertreibt auch Timo Struppi Accessoires offiziell und ich habe schon mal in der Vergangenheit mehrfach die Figuren, die ich euch auch gezeigt habe, dann entsprechend erworben und dann guckte ich und so weiter und da sagte er mir, Mensch, ich weiß ja, dass ich ein richtig guter Fan von Timo Struppi bin, er hat auch meine Videos geguckt, deswegen danke ich dir herzlich, lieber Uwe, das halt war echt toll und ja, dann habe ich mir 5 Figuren ausgesucht und er hat mir einen echten Fanpreis gemacht, den ich jetzt auch nicht nenne, aber vielen, vielen Dank dafür, das hat mein Sammlerherz doch erwärmt und auch, dass du meine Videos schaust, die ja momentan sehr einfach gehalten sind mit solchen kleinen Dokumentationen oder Berichten
Und ja, abgesehen von ein paar Eindrücken kann ich euch ja hier von der CMC auch nicht so viel sagen. Ich habe jetzt keine Stimmen eingefangen, aber sie war sehr schön. War nicht ganz so voll, muss ich dazu nochmal jetzt anmerken, da ja auch die Konnichi gleichzeitig lief, wo auch einige, die Hamburger, die sonst auf der CMC sind, natürlich auf der Konnichi sind. Aber das ist es eben halt so, wenn man lange im Voraus solche Veranstaltungen plant, kann man nicht immer andere Veranstaltungen, man versucht es schon, sie zu ignorieren und einen anderen Termin zu legen, gerade was passt, ist es leider nicht immer möglich. Aber wie gesagt, ich weiß, dass Ende Januar 2025 die nächste CMC in Hamburg stattfindet, auch in der Fabrik. Ich bin wieder mit dabei. Kommt gerne vorbei, lasst uns schnacken, das noch so am Rande. So, jetzt wollt ihr wissen, welche fünf Timo Struppi-Figuren habe ich mir ausgesucht? So, ich fange an mit zwei kleinen Figuren, die ich noch nicht hatte. Ich habe versucht, die zu finden, die ich noch nicht hatte. Hatte sich diesmal, waren nicht so viele Nebencharaktere dabei. Waren zwar ein, zwei, aber die haben nicht so zugesagt. Aber hier habe ich einmal Tim in einem etwas älteren Look, im frühen Look mit dem gelben T-Shirt oder gelben Hemd. Und dann habe ich ihn mit weißem Kragen und blauem Pullover. Hier nochmal in klein. Ihr seht dieser beiden Look. So, ich habe natürlich auch Bilder eingeblendet, damit ich euch das besser zeigen kann. So, die lege ich mal hier so hin. Den brauche ich gleich nochmal. Warum ich ihn nochmal brauche, ist, ich habe mir die Figur hier auch noch etwas größer erworben. Ihr könnt sehen, die gleiche Figur. Richtig cool. Richtig cool. Ja. Da ist das Schildchen abgefallen. Das sind offizielle Figuren, also sind auch sehr hochwertig gemacht. Regulär so zwischen 5 und 7 Euro werden sie einzeln verkauft. Das sind auch die regulären Handelspreise. Das so viel kann ich sagen. Und hier haben wir auch Tim aus der Blaue Lotus. In dem Fall sind die so neutral, dass man nur sagen kann, dass sie oft genug so in den Alben vorkommen. Aber hier haben wir ein spezielles Kostüm von ihm aus der Blaue Lotus. Auch richtig schick, schick. Richtig schick, schick. Fehlte mir noch in meiner Sammlung. Ja, und der durfte sein. Und dann habe ich mir noch eine Figur, die etwas größer ist, ausgesucht, die ich auch so noch nicht hatte, die mir aber auch richtig gut gefallen hat. Ich habe sie schon gesehen beim Reinkommen und habe überlegt, nehme ich sie nicht. Ich wollte mich erstmal zurückhalten, aber als er mir dann sagte, komm, schau nochmal um, habe ich konnte nicht anders. Und das war so Sammler zu Sammler. Er ist auch ein riesen Timo Struppi-Fan und ich habe da ja auch schon in der Vergangenheit, hat er mir nochmal eine Tasche geschenkt gehabt zu Timo Struppi, die ich immer noch auch habe. Und ja, und dann habe ich mir diese wunderbare Figur gekauft oder ausgesucht bei ihm, wo Tim so läuft. Jetzt fehlt mir noch eigentlich der passende Struppi dazu. Den muss ich nochmal fragen, ob es den noch gibt. Ne, den würde ich mir beim nächsten Mal mitnehmen. Denn das hier ist halt ein klassisches Bild, auch ein Motiv, was auch häufiger vorkommt, dass er so läuft entsprechend. Aber das haben sie ja auch auf dem Original-Kino-Teaser-Plakat vom Kinofilm von Steven Spielberg und Peter Jackson. Das Plakat hängt bei mir im Wohnzimmer. Und ihr könnt hier sehen, auch wenn er ein bisschen dunkel gehalten ist, er läuft genau so wie diese Figur. Und dieser Tim ist natürlich nach Hergé gezeichnet. Er, und das finde ich großartig, also diese Hommage auch, die man in diesem Plakat hatte. Und das hat echt mich begeistert. Ja, und wie ihr seht, das war auch die kleine, feine Ausbeute, die ich jetzt hatte auf der CMC. Und das hat mir sehr viel Spaß trotzdem gemacht. Es ist eigentlich egal, ob man was erwirbt oder nicht. Mal hat man mehr, mal weniger. Wir haben ja schon in der Vergangenheit viel mehr gehabt. Es ist leider so, dass einige Figurenhändler, die da waren oder die nicht da waren, in der Vergangenheit eben halt auch da waren. Und da hatte ich dann natürlich manchmal auch noch One Piece-Figuren und so weiter gekauft. Aber hier war jetzt keine Figur, die ich nicht schon hatte oder die mir zugesagt hat. Ist halt manchmal so. Und ich habe jetzt wunderbare Timo Struppi-Figuren. Mein Vater meinte schon, der auch gerne Timo Struppi sammelt. Hättest du mir auch mitbringen können. Ja. Tut mir leid, Paps. Ist halt manchmal so. Gut. Ja, dann danke ich erstmal fürs Einschalten und besucht die CMC in Hamburg. Die ist in der Fabrik. Da kommt man wunderbar mit Bus und Bahn hin. Auch Parkplatzmöglichkeiten gibt es in der Umgebung, ist gar kein Problem. Ist eine wunderbare Location und wir im Norden haben ja gar nicht so viel, also kommt gerne hin. Viele Cosplayer sind normalerweise da, diesmal etwas weniger, was aber auch dem Wetter, glaube ich, geschuldet ist. Denn es war schon sehr mutig, sich in volle Anzüge zu stecken, Masken zu tragen. Also aus jedem möglichen Manga, Computerspiel finden sich dort ja, Cosplayer und das finde ich immer wieder großartig. Ja.
Also, jetzt habe ich so viel Yes gesagt und ich hoffe, ihr sagt auch Ja zum nächsten Mal. Einschalten, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Wart ihr auch auf der CMC? Haben wir uns unterhalten? Und ja, mein nächstes Jahr. Was habt ihr gekauft dort? Würde mich interessieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und tschüss.